Nein, geht es ja gar nicht so. Es geht um den Ort, weil ich eigentlich 300 Kilometer weiter weg sein sollte und auch dorthin wieder zurückkehren werde. Aber zu deinem Geburtstag komme ich selbstverständlich. Du bist meine langjährigste Freundin. Wir haben uns vor 43 Jahren kennengelernt. Und wir sind all die Zeit immer in Verbindung gewesen. Und nicht nur in Verbindung, sondern in herzlicher Verbindung. Ich halte das für etwas Außergewöhnliches. Und aus diesem Grund habe ich auch gesagt und auch dem Robert eben gesagt, ich versuche jetzt alles herzukommen, weil ich möchte schon ein paar Worte über dich reden. Denn ein 75. Geburtstag ist was Tolles. Und den zu feiern, na selbstverständlich. Aber wenn man ein so unglaubliches Leben gelebt hat, wie du, dann kommst du nicht um eine Laudatio herum. Denn die steht dir wirklich zu. Vor 43 Jahren haben wir uns kennengelernt, zusammengeführt, hat uns die Leidenschaft zum Puppenspiel unter Arminio Rothstein, den ich schon als Kind bewundert habe. Und ich war 14, als wir einander begegnet sind. Und es sind unglaubliche Dinge geschehen. Und du und der Arminio, ihr seid zu meinen ganz wichtigen Wegbegleitern geworden, in meinen jungen Jahren und auch später. Durch euch bin ich zu Türen gekommen, die sich geöffnet haben, durch die ich gehen konnte, sodass ich den Weg gehen kann, den ich bis heute gehe. Dafür bin ich euch nicht nur dankbar, sondern extrem verbunden. Aber du hast einen ganz wesentlichen Anteil hier immer gehabt. Schau, heute bin ich Schriftsteller, heute schreibe ich Drehbücher und ich habe mir gedacht, wenn ich einen Roman über dich schreiben oder ein Drehbuch, gäbe es ein großes Problem. Die Lektoren und Dramaturgen würden sagen, bei vielen Stellen, na bitte, bitte, das ist an den Haaren herbeigezogen, sowas kann es nicht geben. Dein Leben ist aber so unglaublich, es gibt es wirklich. Deine Kindheit war ja noch einfach. Lilienfeld, in Lilienfeld geboren. Eine liebe Familie, dein Vater war Sparkassendirektor. Alles, was ich erzähle, hast du mir entweder erzählt, oder ich habe es beobachtet, oder wir haben es gemeinsam erlebt. Gut. Deine Mutter habe ich ja noch kennengelernt, eine Frau mit einem großen Herz, und dann dein lieber Bruder Leo. Also eine größere Geschwisterliebe habe ich noch nie erlebt als euch zwei miteinander. Die Verbundenheit, die Verantwortung füreinander, die Fürsorge, das ist schon einzigartig. Absolut großartig. Du warst musikalisch, du hast auch schon als Kind sehr viel Musik mit deinen Eltern gemacht und dann warst du bei den englischen Fräulein. Richtig. Diese Schule klingt ja schon irgendwie sehr streng. Und ich glaube, wie du dann nach Wien gekommen bist und Germanistik studiert hast, du hast dir das Leben schon in Wien sicherlich gegeben. Ja. Und, aber du hast auch meditiert. Auch das weiß ich. Gemeinsam mit einer Freundin oder einer Mitbewohnerin. Und eine von euch beiden hat dann immer gesagt, Satori. Der höchste Zustand, den man im Buddhismus erreichen kann. Ich bewundere euch, dass ihr das geschafft habt. Es hat dir sicherlich viel Ruhe gegeben, sehr gut bei deinem Temperament, das du manchmal hast. Naja, und schau, eine der ganz wichtigsten Szenen in einem Film über dich beginnt sicher mit einem Schulgebäude außen, wo eine aufstrebende, fröhliche, dynamische junge Lehrerin namens Christine Gröber die Stiegen hinaufgeht, ich nehme an, dass es dort Stiegen gegeben hat, durch das Schulhaus geht, die Schüler grüßt, die Lehrer grüßt. Einer schaut sie also ganz besonders an. Aber sie hat durch ihn durchgeschaut. Und das hat aber nie geendet. Das ist immer wieder passiert. Und dann hat der Direktor die folgenschweren Worte gesagt, dass sie sich vor diesem Mann hüten sollen, vor einem Kunstprofessor. Das ist ein Künstler und man weiß, wie die so sind. Und wenn es um Frauen geht, überhaupt. Du hast dich nicht gehütet. Und das war einer der wichtigsten Wendepunkte in deinem Leben. Und so hast du den Arminio kennengelernt. Aber nicht nur kennengelernt, sondern die Partnerschaft, die ihr zwei geformt habt, das kann man sich wirklich im Leben auch nur wünschen. Jeder von euch beiden. Eine wichtige Filmszene muss deswegen unbedingt sein, wenn du den Lehrberuf niederlegst, die Schule verlässt und dann zwei so verbitterte alte Lehrer am Stuhl dort stehen, dir nachschauen, den Kopf schütteln und sagen, na, die wird schon sehen, was du sie da reinhast. Du hast es gesehen. Es hat dein Leben umgedreht und auf den Kopf gestellt. Du hast es tatsächlich geschafft, dich voll
auf eine völlig neue Welt einzulassen. Auf diese Welt der Puppen. Der Arminio war sicher der genialste Puppenbauer, Impresario, den Österreich erlebt hat. Sich auf diese Welt einzulassen, die er geschaffen hat, die er gebaut hat, und dort zu leben. Er hat sich dort am wohlsten gefühlt, glaube ich. Aber dass du dich so einlässt darauf, so einlässt auf diese Burg, die ihr da eigentlich hatte, das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches und Großes. Du bist eine großartige Puppenspielerin geworden und du warst nie die berühmte, starke Frau hinter einem großen Mann. Du warst immer eine starke Frau an der Seite eines großen Mannes. Du hast es ihn nie ganz spüren lassen. Du hast ihn immer scheinen lassen. Immer glänzen. Das ist bewundernswert. Aber du hast so viel in seinem Leben gemanagt, geregelt. Das ganze Puppenspielerteam, das ja immer wieder drunter und drüber gegangen ist, mit dem Arminio. Du warst die Dolmetscherin, was er denn eigentlich jetzt meint, wenn er einen Ausbruch hatte. Aber das war so wichtig. Diese Verantwortung auf den Puppen gegenüber. Alles, was du da hattest, unglaublich. Ihr habt so viel geschaffen. Jetzt abgesehen vom Arlekin-Theater und dem Café Mozart, wo er für Erwachsene, für Kinder gespielt hat. Unzählige Fernsehaufzeichnungen. Also ich glaube, in den Spitzenjahren müssen das ja ungefähr um die 16 Aufzeichnungen gewesen sein. Wahnsinn. Das alles zu machen, das alles zusammenzuhalten. Dann kamen natürlich dazu noch viele, viele andere Sachen. Die ganzen Auftritte der Bühne, wenn ihr engagiert worden seid. Dann kam der Helm mit dazu, die Helmmitte. Dann kam das Puppomobil, das berühmte. Alles wurde größer und größer. Ihr habt eine Tour nach Israel gemacht sogar, mit der Drei-Groschen-Oper. Sensationell. Aber dann kam wieder ein Wendepunkt in deinem Leben. Das Fernsehen hat sich entschlossen, den Zwerg Nase zu verfilmen. Mit Robert Mayer, dem heutigen Volksoperndirektor, in der Hauptrolle. Und es wurde gesucht, eine Puppe, die der Arminio bauen sollte, eine Gans. Die Puppe wurde gebaut, sie hatte ihren Auftritt, du hast sie gespielt, gesprochen hat sie aber jemand anderer, soweit ich mich erinnere. Eine Burgtheaterschauspielerin. Gut. Sie war aber auch verzaubert oder jemand sowas, glaube ich. Ja, genau das. Diese Figur auf jeden Fall ist dir am Arm festgewachsen. Und nicht nur das, sie ist du geworden, du bist sie geworden, die ganze Leben. Einen solchen Charakter zu kreieren, das zu schaffen im Leben, das ist das Höchste, glaube ich, was man vor allem auch als Puppenspielerin schaffen kann. Und du hast es geschafft. Und Mimi ist zu einem Markenzeichen geworden, unsere gemeinsamen Freunde und Bekannte. Wenn ich die nach dir fragen, fragen sie jedes Mal, und wie geht's der Mimi? Also, das ist eins geworden. Aber du hast eine Figur geschaffen, die im Kinderfernsehen eine, nicht nur eine Marke geworden ist, sondern eine immer größere Rolle gespielt. Sensationell. Dein Leben aber ist so wie der Herzschlag auf einem Monitor. Es geht rauf und es geht runter, aber es war nie flach. Ein sehr trauriger Moment war natürlich, als der Arminio schwer erkrankt ist. Leicht hat er es dir nie gemacht. Und es zu schaffen, als Mensch zu erleben, dass der Mann, den man so liebt, dass der so krank ist, dass sich der einsperrt, ein Schild an die Tür hängt, wo drauf steht, nicht stören, ich will sterben. Die Geduld zu bewahren, trotzdem ihn zum Arzt zu bringen, alles zu schaffen, an seiner Seite zu bleiben, das finde ich menschlich unendlich bewundernswert. Und du hast damals auch vor allem etwas ermöglicht, dass er, umgeben von seinen Puppen und mit dir an seiner Seite, diese Welt verlassen durfte. Das ist auch ein Geschenk. Naja, und dann hast du übernommen, weil das Werkel musste ja weitergehen. Und es ist nicht nur weitergegangen, dieses Werkel, dieses Puppentheater, dieses Arlekin-Theater, ohne, noch viel mehr. Du hast es auch geschafft, es weiterzuentwickeln. Du hast nicht nur das Erbe des Arminius hochgehalten, sondern du hast auch immer mehr daraus gemacht. Auch das will man einmal schaffen. Aber ein bisschen allein was. Und das war nicht zu wissen. Und dann kommen wir jetzt zu einem Foto aus deiner Kindheit. Da sitzt du auf einer Kohlenkiste. Du weißt, welches Foto ich meine. Und neben dir sitzt ein kleiner Bub. Und der heißt Heinz. Und du hast seine Mutter zuerst wieder getroffen. Und du hast zwischen den beiden vermittelt, dass sie wieder zusammenkamen. Und so bist du ihm dann wieder begegnet. Und, naja, ich glaube, seine Mutter ist dann gestorben. Du hast ihm geholfen, bei der Pate zu schreiben.
Und dabei seid ihr euch auch ein bisschen näher gekommen. Und dann hast du Zweifel gehabt, ob du das kannst oder darfst. Bei der Andenken auch an den Arminio. Wir waren damals essen, ich kann mich gut erinnern und ich habe zu dir gesagt, jetzt probier es einfach einmal. Aber er ist ein Baumeister, er ist aus Kärnten und mein Leben lang wollte ich Bagger fahren. Wenn das klappt, dann fahre ich Bagger und du arrangierst das. 3 Monate später bin ich Bagger gefahren. Unvergesslich. In Kärnten. Eine glückliche Christine, ein sehr glücklicher Heinz und daneben stand noch ein kleiner Niki, das war sein Sohn aus einer anderen Beziehung, für den du eine zweite Mutter geworden bist. Und schon wieder hast du viele neue Rollen gehabt. Und du bist zwischen Wien und Kärnten hin und her, hast alles gemanagt, daneben auch noch das ganze Puppentheater, alles. Ihr habt eigene Figuren kreiert, der Kasperl ist dein eigener geworden, du hast deine eigene Bühne gemacht, das ist toll. Naja, leider Gottes ist dann auch der Heinz krank geworden und leicht hat er es dir wieder nicht gemacht. Du warst mit meiner lieben Mutter sehr befreundet, sie hat dich unendlich geliebt und geschätzt und du hast sie auch damals gefragt, was du tun sollst in der schweren Situation. Und sie hat gesagt, das heilt man mit Liebe. Mit viel Liebe. Und auch das hast du geschafft und gemacht. Sehr, sehr traurig natürlich, als der Heinz gegangen ist. Und dann hast du ja gesagt, ich glaube, jetzt ist Schluss mit den Männern. So hast du das gesehen. Aber liebe Christine, Liebe gibt's auf Krankenschein. Und ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, als du mich angerufen hast und mir erzählt hast, was dir im Krankenhaus passiert ist. Einen so lieben Menschen wie deinen Robert zu finden, ist ja schon ein Glück. Im Krankenhaus, kurz bevor du anästhesiert bist, das ist schon romantisch wie aus einem Arzt. Das ist wie Schwarzwald. Wirklich, das ist absolut unglaublich. Dass der aber auch noch eine Handpuppe hat mit einem Schaf, glaube ich war es, mit dem er Kinder beruhigt immer, na, das verheißt ja schon einiges. Dass dieser Mensch dann aber das Gleiche tut, was du schon einmal gemacht hast, er gibt seinen normalen Beruf auf, ihr werdet nicht nur ein Liebespaar, sondern auch noch ein kongeniales Paar in der Zusammenarbeit und er wird Puppenspieler. Und was macht das Leben? Es schenkt euch neue Projekte wie diese unglaubliche Puppenmobilgeschichte, wo er hunderte Vorstellungen im Jahr spielt und hoffentlich auch trotz Corona auch wieder weiterspielen könnt. Etwas völlig Neues auf die Beine gestellt, weiterentwickelt, weitergemacht und ich glaube, so wie ich es sehe, habt ihr ein sehr, sehr schönes Leben zusammen. Und du kriegst auch all die Liebe, die du dir wirklich verdienst. Liebe Christine, ich kann dir auch nur danken, eine so gute Freundin über so viele Jahre für mich gewesen zu sein. Du hast vieles erfahren und weißt auch vieles, was sonst, ich glaube, nicht einmal irgendjemand sonst weiß. Ich aber auch. Von dir. Und das verraten wir auch niemandem. Aber weißt du, du hast dir am Telefon gesagt, jetzt wirst du 75. Aber weißt du, Christine, ich muss dir jetzt etwas sagen. Als ich dir begegnet bin mit 14, bist du gefahren einen R4. Und da hat hinten ist so ein Hammerkopf drauf geklebt. Und am Hauptplatz habe ich immer Ausschau gehalten, wo der R4 steht. Ob er vielleicht da steht, ob die Christine irgendwo geht, weil ich so gerne mit dir geplaudert habe. Und wenn du dann gekommen bist, dieses Bild vergesse ich nicht. Und ich sage es dir so, wie es ist. Wenn du heute kommst, es ist so wie damals. Du hast nämlich etwas geschafft. Du hast dir deine Neugier, deine Lebenslust und deine Leidenschaft erhalten. Und Jugend findet an 2 Orten statt. Im Hirn und im Herz. Und dort bist du so jung, so frisch geworden, wie du es immer warst. Aber so bist du. Ich kann dir heute nur eins wirklich wünschen, aus ganzem Herzen. Und das ist Gesundheit. Weil das ist die Basis für alles. Man muss sich um dich keine Sorgen machen. Was immer im Leben kommt, du wirst das Beste daraus machen. Und es wird was entstehen. Du bist nämlich wirklich ein ganz besonderer Mensch. Ich komme jetzt in die Debatte kurz. Ich kann das kurz in die Debatte. Jetzt will sie auch was sagen. Ich glaube, das ist genau.